Euro NCAP. Aktuell im Test der Genesis GV80. Beim Insassenschutz für Erwachsene überzeugt der Genesis GV80 voll. Die Fahrgastzelle bleibt im Offset-Frontal-Crash-Test stabil. Der Schutz des Brustbereichs des Fahrers wird als ausreichend eingestuft. Die Messungen an Kopf, Knien und Oberschenkeln von Fahrer und Beifahrer deuten auf ein überwiegend gutes Schutzniveau hin. Beim Crash auf die starre Barriere ist der Schutz für den Fahrer gut, für den Insassen auf dem Rücksitz ausreichend. Im Seitencrashtest bietet der GV80 den Insassen einen guten Schutz. Der Genesis ist mit einem Zentral-Airbag-System zwischen den Vordersitzen ausgestattet, das gut funktioniert hat. Die Köpfe beider Insassen auf den Vordersitzen bleiben gut gegeneinander geschützt. Die Messwerte beim schwereren Pfahlanprall zeigen auf gute Ergebnisse. Der Schutz kritischer Körperbereiche wie den Oberkörper kann als gut bewertet werden. Die Tests an den Vordersitzen und deren Kopfstützen zeigten einen guten Schutz gegen Schleudertraumata im Fall eines Auffahrunfalls. Wie sieht es mit dem Insassenschutz für Kinder beim Genesis GV80 aus? Im Frontal-Offset-Crash-Test ist der Schutz beider Kinderdummies für alle kritischen Körperteile gut. Ebenfalls im Seitencrash kann der Genesis GV80 überzeugen und erreicht auch für diesen Teil der Bewertung die maximale Punktzahl. Bei den Tests mit ungeschützten Verkehrsteilnehmern kann der Genesis GV80 nicht überzeugen. Die Motorhaube bietet einen ausreichenden bis guten Schutz für den Oberkörper eines Fußgängers. Der simulierte Aufprall von Beinen eines Fußgängers zeigt einen guten Schutz durch den Stoßfänger. Der des Beckens ist jedoch ungenügend. Das autonome Notbremssystem AEBS des Genesis GV80 kann gefährdete Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer erkennen. In den Tests ist die Reaktion des Systems am Tage und bei Nacht auf Fußgänger gut, auf querende Radfahrer ebenfalls gut. Die Tests der Sicherheitsassistenten beim Genesis GV80 liefern gute Ergebnisse. Ein autonomes Notbremssystem AEBS ist serienmäßig verbaut. Das System hat zur Erkennung und Reaktion auf vorausfahrende Fahrzeuge gute Ergebnisse erzielt, wobei Unfälle in den meisten Fällen vermieden oder die Schwere vermindert wurden. Das Spurhaltesystem korrigiert gut die Lenkung des Fahrzeugs, wenn es aus der Spur gerät, und greift in einigen kritischen Situationen gut beherzt ein. Alle detaillierten Ergebnisse zum Genesis GV80 gibt es zum Nachlesen unter adac.de/crashtest oder euroncap.com.